Soweit also die Bundesinnenministerin mit ihren einleitenden Worten. Das, was wir gehört haben, wollen wir noch mal einordnen. Herr Roschinski, was ist Ihnen aufgefallen? Ja, wir haben hier eine interessante Priorisierung gesehen. Die Bundesinnenministerin hat hier die Gefahr durch Islamismus eigentlich vorangestellt und tatsächlich auch darauf hingewiesen, dass es hier eben seit dem 7. Oktober vergangenen Jahres zu erhöhten Gefahren gekommen ist und auch einem Anstieg der Gefahr, eben auch einem messbaren Anstieg. Und sie hat hier auch hervorgehoben, dass eben die Tat von Mannheim tatsächlich als islamistisch einzuordnen ist. Sie hat danach den Rechtsextremismus hervorgehoben und auch hier darauf hingewiesen, dass es einen recht bedeutenden Anstieg auch des Gewaltpotenzials gegeben hat von etwa einem Viertel. Und zuletzt eben auch gesagt, dass wir auch beim Linksextremismus eben eine dauerhafte Gefahr haben, die sich vor allem, wie sie es betont, gegen erstmal kritische Infrastruktur auch richtet. Aber ganz wichtig eben, das sind eben die extremistischen Phänomenbereiche im Inland. Sie hat eben vor allem auch die Gefahr hervorgehoben, die durch ausländische Nachrichtendienste. Damit hat sie angefangen, ne? Und ihre Helfer sozusagen hier praktisch, die es gibt. Das ist vor allem im Russland, im geopolitischen Kontext hier. Dass eben aber auch andere Dienste, wie zum Beispiel Iran, aber auch, was jetzt nicht erwähnt hat, die türkischen Dienste, die ja auch sehr aktiv sind. Und das Interessante ist ja bei dem, was ausländische Geheimdienste, Militärgeheimdienste hier auf deutschem Boden treiben, an Spionage, an Desinformation, ist ja etwas, was, ich sage mal, nicht so augenfällig für Otto-Normalbürger im Prinzip ist, als wenn wir linksextremistische Anschläge haben, rechtsextremistische Vergehen und Ähnliches. Welche Gefahr verbirgt sich dann aber genau dadurch, dass es nicht so augenfällig ist, da drin? Ja, dass die Gefahr unterschätzt wird natürlich. Also das sieht man, es ist vollkommen klar und darauf weist ja auch der Verfassungsschutzbericht hin. Spionage ist eine reale Gefahr und Spionage gerade durch eben Staaten, die hier einen Schattenkrieg führen auf dem Boden der Bundesrepublik Deutschland, wie zum Beispiel Russland, das kann eben tatsächlich Unternehmen betreffen, das kann auch Personen aus dem politischen Betrieb treffen, die sich vielleicht gar nicht für Ziele halten, die vielleicht gar nicht auf dem Top-Level sind, sondern die denken so, nein, ich bin noch nicht wichtig genug. Aber das sehen ausländische Dienste oft anders, haben da ganz andere Vorgehensweisen. Und das ist die Gefahr dabei, dass es in der Bevölkerung und auch unter möglichen Zielpersonen unterschätzt wird. Malte Roschinski, danke für die einordnenden Worte. Gerne.